Wenn, liebe Schwestern und Brüder, uns der Prophet Jesaja heute diese wunderbaren Worte zuruft, Worte des Trostes, dann dürfen wir zu Recht fragen, worin besteht denn dieser Trost? Was heißt es, tröstet mein Volk? Was ist unser Trost in diesem Advent? Wir könnten jetzt vielleicht das ein oder andere aufzählen, womit wir uns so trösten. Wir haben da so einige Trösterchen parat, die uns dann immer über bestimmte Dinge hinweghelfen. Für viele in unserer Gesellschaft gibt es zahlreiche Trösterlein. Oft genug keine menschlichen, aber sehr materielle. Man muss gar nicht vom Konsum anfangen. Aber es beginnt beim Alkohol und endet bei viel schlimmeren Drogen. Dahinter steckt eine nicht gestillte Sehnsucht, eine Sehnsucht, getröstet zu werden und ungetröstet zu bleiben. Eine Sucht jagt die andere. Worin besteht unser Trost? In diesem Resonanzboden, der hier entsteht, wenn der Prophet Jesaja so spricht, und er richtet ja nicht von sich aus ein Wort aus, sondern es ist das Wort Gottes, das er spricht. Dieser Resonanzboden reicht ganz weit zurück an den Beginn der Geschichte Gottes mit dem Menschen. Wir singen das im Grunde genommen jeden Abend im Hymnus des Advent in der Vesper. Wenn wir in der zweiten Strophe anstimmen, voll Mitleid siehst du deine Welt. Das ist der Blick Gottes auf seine Welt. Das ist der Blick Gottes auf uns Menschen. Er sieht voll Mitleid auf uns, nicht herablassend, sondern in dem, was all diesen Texten zugrunde liegt. Adam, wo bist du? Das ist die Frage Gottes, die nach dem Sündenfall unmittelbar gestellt wird. Gott wendet sich auch da nicht ab. Er bleibt auf der Suche nach seinen Menschen, nach uns. Wir haben das am Beginn gesungen in dieser modernen Fassung des Horate. Das nicht, was du hast angelegt, durch Menschenhand wird weggefegt. Das ist jenes Mitleid, das Gott antreibt. Wir könnten es auch nennen Interesse am Menschen. Dass uns Jesus in dem Beispiel von dem verlorenen Schaf so deutlich macht. Adam, wo bist du? Wenn wir das in diesem Advent doch etwas mehr verstehen könnten. Wie viel Heilung läge darin. Dass Gott ein Interesse an mir hat. An uns allen, an jedem und jeder von uns. Dass er sich aufmacht, uns zu suchen. Dass er uns voll Mitleid ansieht. Egal in welcher Ecke wir gerade wieder stecken, in welches Gebüsch wir uns geschlagen haben oder welcher Sucht wir gerade wieder nachgehen, weil wir davon einfach nicht lassen können, weil wir denken, wir brauchen schnell einen Trost, jetzt muss etwas her, das mir irgendwie ein bisschen wenigstens vielleicht über die nächste halbe Stunde hilft oder über den nächsten Tag, wenn es hochkommt über eine Woche, aber nicht mehr. Dass wir den Advent halten und feiern, liebe Schwestern und Brüder, soll uns befreien aus all dieser Sucht, weil es in dieser Welt nur einen Trost gibt, wie wir dann singen werden. Komm, du Trost der ganzen Welt. Es ist Christus, der immer auf der Suche nach uns ist. Und das, was wir in diesem Advent tun können, ist, dass wir uns von ihm finden lassen. Adam, wo bist du?